Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge The Whispered World in der Special Edition. Ja, wir haben in der letzten Folge den Kompass und die Karte gefunden und werden jetzt einfach mal in den Wald gehen, mal schauen, ob es diesmal klappt. In der Hoffnung, dass wir nicht wieder irgendwo anders rauskommen. Er wird von Tag zu Tag schwieriger. Er ist noch jung. Er hat seine Aufgabe in dieser Welt noch nicht gefunden. Er sollte erst einmal seine Aufgaben hier im Zirkus erledigen, bevor er sich neue sucht. Ach übrigens, ich hasse euch. Euch beide. Ich wollte das nur loswerden. Lasst euch nicht weiter stören. Wenn es heute nicht gut drauf. Ach, halt den Rand, Opa. Halt einfach den Rand. Ja, Herbstwald. So, hier ist der Zirkus und hier ist das Ufer. Wir gehen mal zum Ufer. Mal schauen, was es da gibt. Huch, da sitzt ja jemand. Huch, wer ist denn das? Ein Fremder, was er hier wohl zu suchen hat? Hey, Pute, wie geht's dir? Was für eine merkwürdige Kreatur. Können wir mit dir reden? Hallo. Ah! Oh, Gott sei Dank, du bist offenbar kein Asgil. Was bin ich nicht? Ach, nichts. Alles bestens. Endlich treffe ich mal jemanden. Kommst du hier aus der Gegend? Nein, wir sind mit unserem Zirkus auf der Durchreise. Mist, wäre ja auch zu schön gewesen. Wer bist du denn? Wer bist du? Warum willst du das wissen? Bist du ein Spion der Asgil? Vielleicht. Ach, so ein Unfug. Natürlich bist du kein Asgil. Es tut mir leid. Ich bin nur etwas nervös. Mein Name ist Bobby. Ich komme von weit her. Oh ja. Ich bin ein Chaski, musst du wissen. Und du bist? Ich bin Sedwick. Meine Familie hat einen kleinen Wanderzirkus. Verstehe. Du bist so eine Art Clown? Wir sind Schausteller. Also ein Clown. Du siehst nicht gerade fröhlich aus, wenn ich das sagen darf. Ja, Chaski, was bedeutet das Chaski, denn? Chaski, was bedeutet das? Was? Du kennst die Chaski nicht? Das Wort bedeutet Bote. Wir erledigen wichtige Aufträge für den König. Chaski, jetzt dämmert es mir langsam. Opa hat von euch erzählt, aber du kannst kein Chaski sein. Ach ja? Warum nicht? Chaski sind noble Botschafter Coronas und keine ärmlichen Tümpelkröten wie du. Chaski sind mutige Helden und keine grünhäutigen Jammerlappen wie du. Mutige Helden und keine grünhäutigen... Raffinierte Spurenleser und keine linkischen Dattelköpfe wie du. Sind heitere Abenteuer und keine trägen Langweiler wie du. Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die Chaski. Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die Chaski. Und ich habe leider keine Zeit, dir von meinen tollkühnen Abenteuern zu erzählen. Schade eigentlich. Sie sind sehr spannend und episch. Und hier und da gibt es sogar amüsante Passagen. Tja, ein Jammer. Ja. Hast du Lust auf Zirkus? Hast du Lust auf Zirkus? Was? Spinnst du? Sehe ich so aus, als hätte ich Zeit für solche Kindereien? Geh du mal ruhig zurück in deinen Zirkus, Kleiner. Ich hingegen muss mich um die großen Aufgaben dieser Welt kümmern. Die großen Aufgaben dieser Welt liegen in deinen Händen? Ist ja beruhigend. Ja, ha! Und weder Elefanten noch bunte Bälle können mich von meiner Aufgabe ablenken. Nicht einmal lustige Äffchen mit Hüten. Ihr habt nicht zufällig auch Äffchen in eurem Zirkus, oder? Nein. Nein. War ja klar. Und wenn, hätte es mich auch nicht interessiert. Denn ich bin ein Chaski und nichts kann mich von meiner Aufgabe abhalten. Du kannst kein Chaski sein. Ach ja? Warum nicht? Jammerlappen. Raffinierte Spur. Heitere Abenteurer und keine trägen Langweiler wie du. Chaski sind heitere Abenteurer und keine... Das musst du gerade sagen. Bei deinem Anblick geht auch nicht gerade die Sonne auf, weißt du? Ich habe nicht gut geschlafen. Ich leide unter Albträumen. Albträume, sagst du? Chaski sind noble Botschafter Coronas und keine... Ach ja? Und wo denkst du, komme ich her? Naja, du siehst eher aus, als kämst du aus einem... Ich komme, jawohl, direkt vom Königshof. Du? Aus Corona? Das glaube ich dir nicht. Glaub es ruhig. Ich bin ein Chaski. Und ich bin im königlichen Auftrag unterwegs. Mhm.
Wir machen es einfach mal durch. Chaski sind mutige Helden und keine grünhäutigen Jammerlappen wie du. Chaski sind mutige Helden, keine... Das stimmt. Was denkst du denn, was mich hierher verschlägt? Ich befinde mich auf einem haarsträubenden Abenteuer. Das Schicksal der Welt liegt in meinen Händen. Du übertreibst. Kein Stück. So ausweglos war die Lage selten. Ich erzähle dir lieber nichts davon. Du könntest nachts nicht mehr ruhig schlafen. Dann wäre ja nichts verloren. Chaski sind raffinierte Spurenleser und keine... Auch wenn es vielleicht so aussieht, ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin mir nur nicht sicher, wo es lang geht. Das ist alles. Ja, gut, eigentlich dann. Weiß ich gar nicht so viel über die Chaski. Und ich habe leider keine Zeit, dir von meinen tollkühnen Schade und hier... Tja. Was genau ist denn dein Auftrag? Was genau ist denn dein Auftrag? Nicht, dass mich das wirklich interessieren würde. Eigentlich ist das geheim. Aber na gut, ich erzähle es dir. Ich trage ein wertvolles, mächtiges Objekt bei mir. Den Flüsterstein. Den was? Flüsterstein. Küstnerbein? Den Flüsterstein. Hör doch zu. Wie denn, wenn du so nuschelst? Mein Auftrag ist es, ihn nach Corona zurückzubringen. Zum Schloss des Königs. Flüsterstein? Das klingt aber nicht besonders mächtig. Flüsterstein? Das klingt aber nicht besonders mächtig. Viel weiß ich auch nicht darüber. Aber ich weiß, dass er sehr wichtig ist. Die königliche Steinsammlung wäre sonst einfach nicht komplett. Damit ist nicht zu spaßen. Soweit ich weiß, benötigt ihn der König, um das Ende abzuwenden. Stimmt es, was man sich von Corona erzählt? Stimmt es, was man sich von Corona erzählt? Kommt drauf an. Was erzählt man sich denn? Ich habe gehört, das Ende steht bevor. Ich habe gehört, dass das Ende bevorsteht. Das stimmt leider. Das Land um Corona hat sogar bereits begonnen, auseinanderzufallen. Wie in meinem Traum. Du hast davon geträumt? Oh, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wieso sagst du das? Ach, nichts. Vergiss es einfach. Ich habe gehört, der König ist tot. Ich habe gehört, dass der König tot ist. Er ist nicht tot, aber er ist sehr schwach. Ich glaube, es ist das bevorstehende Ende, das ihm so zu schaffen macht. Und ich habe gehört, dass Corona gefallen ist. Ich habe gehört, dass Corona gefallen ist. Noch nicht, aber die Lage wird immer bedrohlicher. Die Askil sind bis zum Schloss vorgerückt. Die Askil? Ja, ein abscheuliches Volk. Ich fürchte, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Eigentlich habe ich nur Gerüchte gehört. Ich habe eigentlich nur Gerüchte gehört. Nun, es stimmt nicht alles, was man so hört. Aber die Lage ist ernst. Okay. Und jetzt soll ich dich bei deinem Auftrag helfen? Und jetzt soll ich dir wahrscheinlich bei deinem Auftrag helfen, richtig? Haha, der Clown will einem echten Chaski bei seiner Mission helfen. Das ist ja echt zum Piepen. Was denn? Ich kann sicher nützlich sein. Unmöglich. So viel wie du habe ich schon lange drauf. Hahaha, als Clown bist du schon mal nicht schlecht. Was auch immer. Dann mach dein Kram doch alleine. Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich kann ja verstehen, dass dich meine Abenteuer faszinieren. Ja. Wow. Aber du weißt einfach nicht, worauf du dich da einlässt. Das Leben eines Chaskis ist voller Gefahren. Du bringst dich in große Schwierigkeiten. Wenn du mir helfen willst, musst du dir ganz sicher sein. Gefährlich, sagst du? Dann bin ich bekannt richtig gefährlich. Ich bin mir sicher. Ich bin mir sicher. Also mutig bist du schon mal. Das ist gut. Aber bist du auch geschickt genug? Ja, so geschickt wie du bin ich schon lange. So geschickt wie du bin ich schon lange. Wenn das stimmte, wäre das großartig. Geschicklichkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Chaski. Ich frage mich aber, ob du optimistisch genug bist. Eigentlich machst du eher einen negativen Eindruck auf mich. Chaski zeichnen sich aber durch ihr sonniges Gemüt aus. Daraus schöpfen sie die Energie, auch in der schwierigsten Lage noch einen Ausweg zu finden. Bist du wirklich fröhlich genug? Immerhin bin ich ein Clown, oder? Immerhin bin ich ein Clown, oder? Stimmt. Haha, wie konnte ich bloß zweifeln? Na dann, es sieht so aus, als wenn du die nötigen Eigenschaften mitbringst. Super, ich bin nämlich wirklich verzweifelt. Und die Zeit rennt mir auch langsam davon. Mach dir mal nicht so viele Hoffnungen. Ich bin nicht besonders gut in sowas. Eigentlich werden die Probleme immer nur schlimmer und komplizierter, sobald ich mithelfe. Das klingt eigentlich weder mutig noch fröhlich oder geschickt. Vielleicht sollte ich deine Fähigkeiten erstmal auf die Probe stellen. Ein Test? Ja, du könntest...
mir etwas zu essen fangen. Ein Fisch wäre jetzt genau das Richtige. Was? Ich soll dir einen Fisch fangen? Ich wollte dir auf deiner Mission helfen. Um den Büttel zu spielen, kann ich genauso gut wieder zurück zu meiner Familie. Immer langsam. Erst einmal zeigst du mir, was du drauf hast, indem du mir einen Fisch fängst. Und dann weihe ich dich in meinen Auftrag ein. Meinst du, du bekommst das hin? Ja, können wir das mit dem Fisch nicht überspringen? Nein, Sedgwick, so leid es mir tut. Ich muss wissen, was du kannst, bevor ich dich in die Wege der Chaski einweihe. Die Wege der Chaski? Oh Himmel. Ich sehe viel Potenzial in dir, aber die Mission ist zu wichtig. Ich muss sicher sein, dass du auch das Zeug dazu hast. Was auch immer. Ja, ich krieg das schon hin. Ich glaube an dich, Sedgwick! Ja, bis später. Ebenso. Gut, wir haben noch See, okay. Können wir sonst hier noch etwas tun? Hier, ein Ast. Wir nehmen den Ast mal mit. Vielleicht brauchen wir ihn mal. Dann hätte ich... Wir haben doch... Moment. Wir probieren jetzt mal was aus. Hallo? Wir nehmen jetzt mal das Haarnetz. Und verbinden das mal mit dem Ast. Na, mal sehen. Ein dürftiger Kescher für einen dürftigen Clown. Passt doch. Ja, da haben wir einen Kescher. Und können doch bestimmt hier im See. Hey, das hat ja tatsächlich funktioniert. Da hat der ungeschickte kleine Bruder wohl doch mal was geschafft, hä? Hey, ja. So, dann können wir eigentlich den... wir haben einen kleinen Fisch gefangen. Ich bin begeistert. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Fisch gefangen. Oh, miam. Das ist die erste gute Nachricht seit Monaten. Erzählst du mir jetzt von deiner Mission? Ich habe es ja versprochen, aber sei gewarnt. Wenn du mir hilfst, begibst du dich in große Gefahr. Nee. Die Askil sind mir dicht auf den Fersen. Ich sollte mich eigentlich schon gar nicht mehr hier aufhalten. Jetzt übertreib mal nicht. Du hast ja keine Ahnung. Also, bist du dir ganz sicher, dass du damit reingezogen werden willst? Das hatten wir doch schon. Ich bin mir absolut sicher. Wie du willst. Also, hast du schon einmal von Sharna gehört? Sharna, das läutet etwas. Das klingt wie der Name einer Hexe. Ist das nicht die Krankheit? Fürs Jucken? Nein, nie gehört. Sharna? Nein, nie gehört. Wer soll das sein? Sie ist ein Orakel, eine Art Hellseherin. Und der Legende nach wohnt sie hier irgendwo im Herbstwald. Aber es ist wohl doch nur eine Legende. Ich habe mich schon halb tot gesucht. Ich werde die Suche abbrechen. Ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten. Ich fürchte nämlich, die Askil sind mir auf den Fersen. Meinst du, dass meine Träume etwas zu bedeuten haben? Mein Bruder Ben sagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Ja, hör auf deinen Bruder. Schlaf einfach weiter und tu so, als wärst du niemals mit den großen Problemen dieser Welt in Berührung gekommen. Ja, als hättest du mich nie getroffen. Das ist besser für dich. Ignoriere einfach, dass die Welt am Abgrund steht und dass wir alle dem Untergang geweiht sind. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ach, du denkst, ich übertreibe? Es hat bereits angefangen, Sedgwick. Das Land zerfällt. Das Ende rückt immer näher. Wie in meinem Traum. Das war dein Traum? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wieso? Es sind nur Träume. Nur Träume? Nur Träume, sagt er. Und wenn nicht? Was, wenn es eine Vision ist, hm? Eine Vision, sagst du? Zugegeben, sehr unwahrscheinlich in deinem Fall. Boah. Nur wichtige Leute haben solche Visionen. Boah. Könige, Orakel und Chaski. Trotzdem... Der Gedanke ist beunruhigend. Sag mal, wegen dieser Sharna. Ja, was ist mit ihr? Ein Orakel kann sie ja... Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Ich weiß nur, dass sie in einer Hütte mitten im Herbstwald leben soll. Aber wo genau... Keine Ahnung. Ich bin über die Hügel im Osten gekommen. Von da aus hat man einen ganz guten Ausblick über das Tal und den ganzen Herbstwald. Aber eine Hütte? Fehlanzeige. Das Einzige, was auch nur entfernt an Gebäude erinnert, sind diese Ruinen im Westen. Aber da war ich auch schon. Ein paar Säulen und Statuen. Sonst nichts. Dann gibt es da wohl noch eine Höhle nahe der Berge. Tja,
Und schließlich bliebe nur noch der Wald selbst. Vielleicht kann man sich ja von diesem riesigen Baum im Süden einen Überblick verschaffen. Wenn du willst, zeichne ich dir diese Punkte auf deiner Karte ein. Tja, das wäre zumindest ein Anfang. Ja, gut. Lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen? Ja, bis später und dann gucken wir uns mal... Ebenso. Und melde dich, sobald du einen neuen Hinweis auf Shana hast, ja? Das machen wir natürlich. Wir haben hier sonst Insel. Was können wir da noch? Wir schauen uns mal die Insel an. Die Insel scheint bewohnt zu sein, aber sie ist zu weit weg, um hinzuschwimmen. Vielleicht lebt die Shana auf der Insel. Wir schauen uns mal ein bisschen um erst einmal. So, oh, da haben wir ja gleich ein paar neue Karten bekommen. Baum, Ruinen. Wir gehen erstmal zu den Ruinen. Oh, hier ist ein bisschen was. Schildkröte. Wir schauen uns mal die Schildkröte an. Mal schauen, was... Die Statue einer Schildkröte. Warum der Künstler sich gerade für dieses Motiv entschieden hat, bleibt dem Betrachter verschlossen. Schildkröte mitnehmen? Huch. Können wir die auch noch mitnehmen? Ja, Zunge? Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Wir schauen uns mal die Zunge an. Auf der Zunge ist etwas eingraviert. Hier steht... In Gedenken an die mächtigen Meeraugen. Sie beschützten unsere Welt über Jahrtausende hinweg. Sie wachten über uns aus zahlreichen Augen. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte der Fatali-Baumelone als Opfer dar. Und sie dankten es uns, indem sie Licht in unser Leben brachten. Steinmetzpoeten. Okay, da hätten wir hier noch die Statue und Moos. Moos, schauen wir mal. Da wächst eine dichte Moosschicht auf der Statue. Können wir die abmachen? Mit bloßen Händen bekomme ich das Moos niemals ab. Okay. Haben wir denn irgendwas, womit wir das Kräte... Können wir mit der Kräte das abschaben? Damit kann ich hier nichts ausrichten. Wenn ich die Wohnwagen entmoose, benutze ich immer ein feuchtes Tuch. Ja, feuchtes Tuch haben wir doch auch. Das sollte... Taschentuch. Das ist ja wahrscheinlich feucht. Ja, das könnte klappen. Nanu, was haben wir denn da? Ein Loch. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Eine Art Schlüssel. Schlüssel haben wir da aber. Haben wir da wahrscheinlich nichts mit dabei. Schildkröten haben wir hier nur. Nee, Schlüssel haben wir natürlich keinen dabei. Okay, da haben wir uns das schon mal angeschaut. Wappen. Hier ist noch ein Wappen. Das ist das Wappen des Königs. Okay. So, dann haben wir hier noch einen Busch. Was ist denn da? Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Okay, und da ist ein Tor. Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durch... Ja, das kennen wir ja bereits. So, schaufeln wir das einfach mal weg, würde ich sagen. Geht das? Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Eine Heckenschere wäre hier eher angebracht. Da haben wir aber, glaube ich, kein Einstecken, ne? Ups. Nö, da haben wir keine Einstecken. Okay, da können wir jetzt hier erstmal nicht so viel mehr machen. Und da schauen wir mal weiter. Was haben wir denn jetzt noch so Schönes? Wir haben jetzt hier noch den Baum. Da schauen wir mal hin. Okay. Da sind nur zwei Löcher und hier geht's nochmal raus. Loch. Wir schauen mal in das Loch rein. Der Baum scheint hohl zu sein. Da ist Harz. Okay. Ganz schön harzig. Es sieht so aus, als würde der Baum bluten. Können wir das Harz irgendwie vielleicht mitnehmen? Kräte irgendwie abschaben? Damit kriege ich das Harz nicht ab. Ich würde mir nur die ganzen Taschen verkleben. Ich bräuchte eine Art Gefäß. Okay. Da haben wir an Gefäße, haben wir aber auch nichts einstecken. Ich glaube nicht, dass es mit der Schatulle geht. Also das wäre. Mit dem Kästchen bekomme ich das Harz nicht vom Baum. Ich bräuchte ein besseres. Ja, ein besseres Gefäß. Loch. Können wir Spot nehmen? Und den mal durchs Loch schießen? Als Spot noch eine Larve war, hat er durch jedes Loch gepasst. Da war er noch niedlich. Okay, also da passt er auch nicht durch. Der Baum erinnert entfernt an Opas Baumkuchen. Und er ist genauso holzig.
Können wir da reingreifen? Das Loch ist zu klein für meine Hand. Außerdem, wer weiß, was da für widerliche Insekten drin wohnen. Ach ja, du armer Kerl. Ja, haben wir irgendwas, wo wir da reingreifen können? Mit der Gräte irgendwie? Nein, auf diese Weise angle ich mir höchstens ein paar wütende Spinnentiere. Ja, gut. Also hier können wir anscheinend nichts weitermachen. Wir gehen mal raus. So. Und gehen jetzt einfach mal zur Höhle. Huch. Ja, aber die Höhle werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen. Und bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.